Sehr geehrter Herr Präsident, sehr werte Kollegen Abgeordneten. Die CDU-SPD-Regierung ist um Schadensbegrenzung bemüht. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei der Kommission bedanken und bei allen, die dazu beigetragen haben, dass Schlimmeres verhindert werden konnte in Chemnitz. Fehler wie im Fall Al-Bakr dürfen nicht geschehen. Aber wissen Sie, was das Entscheidende ist, was das Entsetzliche ist, worüber nicht gesprochen wurde? Es sind alles Fehler mit Ansage, vorhersehbare Fehler, sowohl bei den Sicherheitsbehörden als auch bei der Justiz. Es sind Fehler, die aus einer fatalen Bundespolitik resultieren. Das ist der eigentliche Skandal. Für sich betrachtet ist es selbstverständlich schon schlimm, dass mit dem LKA die falsche Behörde die Hoheit über den Einsatz hatte. Dass es Kommunikationsprobleme zwischen den Kräften des Bundesamts für Verfassungsschutz, des mobilen Einsatzkommandos und des SEK der sächsischen Polizei gab. Es ist schlimm, dass Fehler bei Fahndung, Inhaftierung und der Informationsweitergabe insgesamt gemacht wurden. Entscheidende Erkenntnisse, die man auch aus den Versäumnissen um den NSU-Verbrechensprozess ziehen konnte, wurden ebenfalls nicht ausreichend umgesetzt. Wie sonst erklären sich die Kommunikationspannen, die immer wieder geschehen, nicht nur in Sachsen, sondern in ganz Deutschland? Verheerend ist, dass in diesem Land immer erst etwas passieren muss, bevor die Politik endlich handelt. Wenn sie dann handelt, dann oft zeitversetzt und fehlerhaft. Das ist nicht nur ein Gefühl der Bürger, sondern Realität. Die Sicherheitsbehörden und die Justiz waren schon vor dem Jahr 2015 und vor dem steilen Anstieg der terroristischen Gefahren überlastet. Das war schon damals deutlich erkennbar. Die AfD hat dieses Problem unmissverständlich und deutlich angesprochen. Hier im Sächsischen Landtag in Form von Anträgen und in vielen Reden, unter anderem von unserer Fraktionsvorsitzenden Frau Dr. Petri, Herrn Wippel, Frau Dr. Muster, Herrn Barth und auch von mir. Dass die personelle Situation in den sächsischen Justizvollzugsanstalten sehr angespannt ist und die Bediensteten dort unter einer hohen Dienstbelastung leiden, ist seit Längerem bekannt. Wie soll man sich dort schnell und gezielt auf neue Probleme einstellen? Das ist schlicht nicht leistbar. Erst jetzt, im Doppelhaushalt 2017-2018, konnte sich die Regierungsparteien zu einem Stopp des Stellenabbaus und der Schaffung zusätzlicher Stellen für den sächsischen Justizvollzug durchringen. Bei der Polizei war es ganz ähnlich. Jedes Mal gingen klare Forderungen auch der AfD voraus. Dafür wurde uns vorgeworfen, wir würden nur Ängste in der Bevölkerung schüren. Nun wird es offensichtlich, dass unsere Einschätzungen richtig waren. Die Regierung wollte jedoch damit nur von den eigenen Versäumnissen ablenken. Der rot-grüne Einfluss auf die sächsische CDU wird hier mal wieder klar erkennbar. Die Menschen draußen im Lande erwarten von den Politikern, dass diese vorausschauend handeln, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Es zieht sich aber wie ein roter Faden durch alle Politikfelder, dass es in Sachsen und in ganz Deutschland meist umgekehrt ist. Nicht nur bei der Sicherheit, sondern auch bei der Bildung, Stichwort Lehrermangel, und zuletzt auch in der Wirtschaft, Stichwort Russland-Sanktionen. Der Fall Al-Bakr ist ein weiterer unmissverständlicher Beweis. Hier wurde jetzt mit viel Sach- und Personalaufwand eine Expertenkommission eingesetzt und Sachverständige herangezogen. Die Vorschläge und Erkenntnisse sind aber kaum neu. Natürlich ist es gut, dass wir nun dieses Thema auf der Tagesordnung im Landtag haben. Da wird aber einmal wieder offenkundig die alte Redewendung: Der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. Die Staatsregierung kommt aber nicht mehr umhin, das Offensichtliche auszusprechen. Ich zitiere hierzu aus der Stellungnahme des sächsischen Justizministeriums zum Bericht der Expertenkommission Al-Bakr vom 27.01.2017. Der Bericht führt sehr eindrücklich vor Augen, dass angesichts der durch den islamischen Terror entstandenen Bedrohung die gesamte deutsche Sicherheitsarchitektur auf Bundes- wie auf Landesebene herausgefordert ist. Schön, dass der sächsische Justizminister die Feststellungen und Forderungen der AfD herausstellt und umsetzen will. Und weiter, ich zitiere: Die zunehmende Zahl ausländischer und extremistischer Gefangener stellt die Justizvollzugsbediensteten vor ganz neue Herausforderungen. Hier bedarf es daher neben den beschriebenen baulichen Veränderungen
auch einer fortlaufenden Sensibilisierung der Bediensteten durch entsprechende Fortbildungsmaßnahmen. In neu konzipierten Schulungen sollen die Bediensteten daher noch besser für den Vollzugsalltag mit Gefangenen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und mit unterschiedlichen, teils extremistischen, politischen und religiösen Überzeugungen befähigt werden. Werte Staatsregierung, werte Regierungsparteien, es ist richtig, Symptome von Fehlentscheidungen zu bekämpfen. Wenn man aber nicht mindestens mit gleicher Härte die Ursachen bekämpft, wird man irgendwann den Problemen nicht mehr Herr. Wir wollen es nicht so weit kommen lassen. Deshalb wird die AfD weiterhin dafür kämpfen, dass die nötige innere Sicherheit zum Schutz unserer Bürger gewährleistet wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, Herr Innenminister, ich hatte letzte Woche Besuch aus Schneeberg. Und zwar eine Gruppe, ja, das gibt es, eine Gruppe Polizeischüler aus Schneeberg, die mehrfach bemängeln die ewige Baustelle in ihrem Ausbildungsbetrieb. Bitte handeln Sie, Herr Innenminister. Das ist so, aber man muss natürlich auch Rücksicht auf den Ausbildungsbetrieb nehmen, Herr Innenminister. Und da scheint es wohl massive Probleme zu geben, denn das haben mir auch die Ausbilder bestätigt. Das OAZ zu einem PTAZ unter der jetzigen Führungsstruktur aufzupumpen, sehen wir als eher kritisch an. Fachausbilder für ihre Ausbilder zu finden, wird nahezu unmöglich werden. Wir werden mit Spannung Ihren Umsetzungsbestreben in Schneeberg entgegensehen. Bitte bedenken Sie, Gefährder abschieben ist das Gebot der Stunde. Vielen Dank.